Winter Wonderland vor dem PSD-Bankdom in Düsseldorf. Drinnen entwickelt sich eine hitzige Partie zwischen der DEG und den Nürnberg Ice Tigers. Henrik Hane steht im Kasten der Düsseldorfer für den erkrankten Henrik Haukeland. Und er sollte viel zu tun bekommen in dieser Partie. Tom Rowe und die Ice Tigers von Beginn an voll zur Stelle. Sechste Spielminute, Nürnberg über Ludwig Büström, Führung für Nürnberg, 1:0, sechste Spielminute, Traumstart für die Gäste. Büström ganz präzise abgeschlossen, unter die Latte, die Ice Tigers 1:0 vorne. Ende des ersten Drittels dann wieder die Gäste. Schneller Konter, Ryan Stoer ist durch, Stoer gegen Hane, Stoer bleibt Sieger, 2:0 für die Ice Tigers. Nürnberg in dieser Saison erst mit 3 Auswärtssiegen, einen davon allerdings in Düsseldorf und das hier ist richtig gut gespielt. Toller Pass von Fleischer auf Stoer und der behält die Nerven, 2:0 vorne die Nürnberg Ice Tigers. Von Düsseldorf im ersten Drittel nicht viel zu sehen. Dann allerdings der Anschlusstreffer. Viktor Svensson exakt 120 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Für ihn der 5. Saisontreffer. Und das macht er richtig gut. Verschafft sich die Möglichkeit zum Abschluss. Dann gibt es unmittelbar danach einen Penalty für die Düsseldorfer EG. Brandon O'Donnell bleibt eiskalt. 2:2 der Ausgleich. 20. Spielminute. Die Düsseldorfer EG voll im Spiel, obwohl in diesem ersten Drittel fast nur die Nürnberger gespielt haben. Den Düsseldorfer Fans ist es egal. Mit 2:2 geht es ins zweite Drittel und da legen die Düsseldorfer nach. 24. Spielminute. Brandon O'Donnell im Powerplay mit seinem 2. Treffer in dieser Partie. 16. Spiel in dieser Saison, für ihn schon der 20. Scorerpunkt. Aber die Nürnberg Ice Tigers alles andere als geschockt. 27. Spielminute, der Ausgleich durch Dane Fox. Schöne Drehung von ihm hier, lässt Adam Payal aussteigen. Dann hat er den Kopf oben, Scheibe vors Tor und am Ende ist es Anker, der den Puck ins eigene Tor buxiert. Fox also der offizielle Torschütze. Aber es geht weiter in diesem Torspektakel. 30. Minute, erneut die Führung für Düsseldorf. Bernhard Ebner und wieder ist es ein Powerplay-Tor. 4:3 direkt abgezogen und das Ding passt. Genau. Powerplay gefällt den Düsseldorfern an diesem Abend. Nächster Treffer in Überzahl, diesmal in doppelter Überzahl. Karl Komiski, 33. Spielminute. 3. Treffer in Überzahl für die Düsseldorfer in dieser Partie. 5:3 vorne, aber Nürnberg kommt wieder ran. 5:4 der Anschlusstreffer durch Evan Barrett, 37. Minute. Drückt die Scheibe über die Linie und Nürnberg auf einmal wieder dran. Dann diese unschöne Szene in der 38. Spielminute. Der Check gegen den Kopf von Elis Hede. Bernhard Ebner muss dafür runter. 5 Minuten plus Spieldauer bedeutet Powerplay für Nürnberg. Und die Ice Tigers gleichen tatsächlich noch einmal im 2. Drittel aus. 5:5 der Treffer von Ian Scheidt im Powerplay. Das Ganze wenige Sekunden vor der Sirene, abgefälscht von der Kufe von Viktor Svensson. Die mitgereisten Fans aus dem Häuschen. Mit 5:5 geht es ins 3. Drittel. Da dann offensiv nicht mehr ganz so viel los. Aber hier der Pfostentreffer von Brandon O'Donnell. Das wäre fast der Siegtreffer gewesen. Es geht in die Verlängerung und in dieser Verlängerung 3:3. Philipp Gugula mit dem Zweikampf im eigenen Drittel gewinnt ihn gegen Hayden Shaw und dann geht es auf einmal schnell. Alex Ehl legt ab auf Gugula und der mit der Entscheidung. 1:40 vor Ende der Verlängerung. Philipp Gugula mit dem 6:5. Düsseldorf gewinnt in der Overtime. Ja, auch wieder gibt es natürlich Phasen bei uns im Spiel, wo wir mal wieder einen 2-Tore-Vorsprung verspielen.
Das ist natürlich in letzter Zeit passiert und das ist leider viel zu oft. Nichtsdestotrotz haben wir Moral bewiesen, auch nach der 5 Minuten Unterzahl. Yeah, it was a back and forth game. Both teams had a lot of momentum switches and you know, we just didn't get the last one. Ein spektakuläres Eishockeyspiel sieht die Düsseldorfer als Sieger. 6-5 nach Overtime. Das zweite 6-5 in Folge für Düsseldorf vor heimischem Publikum. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.